Tom. Ja. Oh. Also, Videotagebuch. Oh, wir haben uns nicht drüber unterhalten. Nummer 6. Nummer 6? Nein, warte, Nummer 6. Doch, Nummer 6. Zweimal Ärzte. Ja. Dreimal. Ja, Videotagebuch Nummer 6. Das erste Mal in Rottweil beim Southside Festival. Was nicht in Rottweil stattfindet, sondern in Neuhausen. Obeck. Dieser kleine Zusatz ist wichtiger, als man denkt. Gestern sind wir erstmal in die falsche Richtung gefahren, weil das Navi uns dahin geführt hat. Wir haben es aber doch noch rechtzeitig zum Festival geschafft. Der Weg dahin war sehr idyllisch, der Parkplatz ebenfalls. Das Flugfeld auch sehr idyllisch, gefühlt an 28 Flunkyballspielen vorbeigelaufen. Karl, wie viele hast du gewonnen? 2, glaube ich, ne? Mindestens. Ja, also es ist spät in der Nacht, aber durch mein getreues Baustellenlicht, das könntest du mal aufnehmen. Lieber nicht. Lieber nicht. Ist es hell genug. Ja, rein ins Festival. Karl hat es trotz versteckter Waffen unter seinem Kopftuch auch geschafft. Mhm. War nicht so einfach. Sehr gut hat das geklappt. Und dann direkt zur Green Stage war es gestern. Zu Zebrahead. Muschi! Der geneigte Fan, also Matthias, wird es erkannt haben. Was kann man sagen? War eine gute Show. Ich fand den Sound ein bisschen breich. Haben die, glaube ich, auch geschrieben, dass der Sound dort auf der Green Stage, also schon wieder up to date bin, ne, im Internet, haben sich welche beklagt, dass der Sound ziemlich. Also bei den anderen Bands fand ich okay, aber bei Zebrahead vorne war er nicht so prall. Aber schön, dass auch andere professionelle Blogger wie wir das schon erkannt haben. Ja, ihr habt richtig gehört. Aber klar, grundsätzlich witzige Show, coole Show. War weniger Fuck You dieses Mal, ne? Oder gar nicht beim Soundcheck? Nur einmal habe ich es kurz gehört, aber naja, wie das geschrieben hast. Ich glaube, als ich das geschrieben habe, ja. Ja. ja, war kurzweilig und vielleicht kurz zum Wetter. Bombe, blauer Himmel den ganzen Tag, inklusive Sonnenschein. Und dann Sonnencreme, keine. Kein Sonnenbrand. Wahnsinn. Dank Faktor 30. Verdammt, das war 30? Das waren die Beauty-Tipps für heute. Auf Wiedersehen. Dann sind wir erstmal ins Zelt gegangen, weil für den Tank haben uns The Computers angeguckt, die wir letztes Jahr auf dem Hurricane. Nee, bei Area 4 hatten. Area 4. Okay, also so kleine Engländer im weißen Anzug oder weiße Hose, weißes Hemd, die aber ziemlichen straighten, harten Indie-Rock mit Rumgeschrei machen, nenne ich es mal. Fand ich ganz gut, Karl. Wie hat es dir gefallen? Ja, super, Wahnsinn. Super, du wolltest sie ja auch sehen. Ja. also auch das, runde Sache. Ich kannte jetzt so kein Lied von denen, aber war gut. Da ist uns aber das erste Negative beim Festival aufgefallen. Die Bierbecher und Cola-Becher und überhaupt Getränkebecher, 0,3, die werden nicht ganz voll gemacht. Teilweise nicht mal bis zum 0,3-Strich. Unglaublich. Wir haben das Ordnungsamt noch nicht verständigt, wir werden das aber morgen früh vielleicht machen. Am Sonntag, 8 Uhr. Ja, Sonntag, 8 Uhr. Irgendwer wird schon Bereitschaft haben. Genau, wir sprechen auf die Mailbox. Nach den Computers haben wir dann erstmal Pause gebraucht, draußen in der Sonne, Lagwagon auf der Green Stage angeguckt, weil wir relativ weit hinten saßen, quasi am Eingang zur White Stage ist das, ne? Mhm. Also am Eingang zum Zelt schon, hat sich die komische Bum-Bum-Mucke aus dem Zelt ein bisschen mit Lagwagon überschnitten. Hörte sich ganz gut an. Ja, ein bisschen speziell teilweise, aber ja, Lagwagon ist ja so eine klassische Festivalband eigentlich, ein bisschen wie NorthX vom Humor, klassischer amerikanischer Punkrock. Alien Aid, das bekannteste Lied, was auch Karl kannte, am Ende gespielt, war okay. Da sind wir aber auch von diesen fremden Leuten abgeklatscht worden und haben uns angemeldet. Ja. Schön, dass ihr hier seid. Ja, schön, dass ihr auch hier seid. Dass wir auch hier sind. Ich denke, sie kennen unsere Videoblogs. Karl meinte, wir sagen freuen sich auch, dass ältere Leute mal da sind. Da wir beide Kopftücher auf hatten, konnte man meine grauen Haare nicht sehen. Karl hat seine ja gefärbt. Arsch! Von daher, ja, war nett. So sind sie halt, die Süddeutschen. Immer fröhlich. Danach, ja, ein ganz spezielles Erlebnis. Florence and the Machine. Der Wahnsinn. Drei Lieder haben wir gesehen. Dann wollten wir uns umbringen. Da bin ich ein bisschen müde geworden. Karl, warum wolltest du das nochmal, warum wolltest du da überhaupt hin?
Ich weiß nicht, irgendjemand hatte gesagt, ich glaube es war Gina, hat gesagt so, ey, super. Super. Aber die das Blog nicht sieht. Aber wahrscheinlich, da waren so viele Mädels dabei, das war halt Mädelsmucke. Ja. War ich jetzt mal so. Ich mach die Florence oder Florence mal vor. Den ernsten Gesichtsausdruck kriege ich nicht so hin, aber so ungefähr war es. Ne? Ich stehe jetzt nicht auf und war der Wahnsinn. Könntest du noch ein Kleid dazu anziehen? Später. Und den Ventilator aufstellen. Passenderweise war ja gestern noch der Wind da, ne? Für dieses Kleid. Das ist echt der Wahnsinn, wie die das hinbekommen haben. Und so ein paar von den Mädels haben sich doch, die da bei dir rumstanden, waren noch ganz große Fans, ne? Ja, die waren total begeistert. Die fanden die Stimme der Hammer. Ja. Die sind fast vor Tränen ausgebrochen vor Freude. Sagt man das so? Nee, wir schneiden das. Damit es passt. Ja, wir sind dann halt nach 3 Liedern gegangen. Habe ich einen Blauwal gesehen. Nein, doch nicht mehr. Aber sonst waren schöne Frauen da. lecker Hotdog essen gehört mittlerweile auch in das Videotagebuch. Ja. Und haben uns dann Ketka angeguckt. Ketka finde ich persönlich ja ganz toll. Das hat mich so ein bisschen an schlechtere Zeiten erinnert, wo man so eine Musik dann hört, wenn es einem richtig scheiße geht. Da geht es einem noch scheißer und hinterher dann aber wieder besser. Jeder Ketka-Fan kennt das wahrscheinlich. Eigentlich alle Hymnen und Klassiker aus dem ersten Album gespielt. Balkon gegenüber. Ganz groß, also alle Männer, die mal verlassen wurden. Ihr wisst, was ich meine. Money Left to Burn, Landungsbrücken raus, ganz klar. Ich danke der Academy. Hinterher noch Baloo. Ganz großartig. Karl ist von einer Ketka-Moscherin angesprochen worden. Karl, berichte doch mal kurz darüber. Komm, ich filme dich auch. Bei Ketka. Ja. Ein kleines, 1,15 Meter großes Lebewesen. Weiblich. Weiblich und verschrunken. Ja, das stimmt. Die Fahne kam bis zu mir. Ach nee, das war vom Typen links von mir, aber egal. Ich habe ihr dann angeboten, doch bei den Ärzten umzugucken, weil ich meine, Ketka ist jetzt nicht gerade so die Moschmusik. Nein, weniger. Weniger. Bei Landungsbrücken raus kann man auf- und abspringen ab und zu, aber das war's. Ja, genau, aber sie fand das total gefühlvoll und wie auch immer. Ich ja auch, also. Ihr habt euch gut verstanden. Ja, sie war mir zu. Tut mir leid, sie war mir zu betrunken, um mich mit ihr zu unterhalten, aber. Ja, sie sind ja auch relativ schnell gegangen. Danach kam. The Cooks. Genau, The Cooks. The Cooks, sehr auch langsame Musik relativ zu sehen, machen auch mal. Ja, schnelle Parts haben sie schon. Hat mich nur gewundert, warum sie alle rumwaschen und irgendwelche More of Death Squad. Ja, besonders, die haben immer das geile Timing gehabt, das bei den langsamen Liedern anzufangen. Genau, muss man so sagen. Ne? Also, East Side ist, glaube ich, so ein bekanntes Lied und Shine On. Genau, Shine On kannte ich, das mit diesem Seaside. Achso, ja, doch, hier da. Seaside. Genau, da sind alle Mädels ja ausgeflippt. Also, genau, gerade bei den langsamen Liedern. Ausgeflippt. Wie man das so kennt. Wir waren sehr begeistert. Wir waren ja wie immer vorne ganz live dabei. Ne? Dritte Reihe, vierte Reihe. Stimmt, heute es war wieder so ein bisschen erste Welle-Tag. Ich muss sagen, bei 50.000 Zuschauern oder wie auch immer war es sehr entspannt alles. Also, das ist kein Vergleich zu Rock im Park. Also, es ist sehr, sehr entspannt. Aber die Wege sind genauso lang. Ja, logisch. Ob wir nun quer durch Nürnberg laufen oder quer durch den Flugplatz, ist eigentlich auch egal. Richtig. Und die Landebahn, glaube ich, von vorne bis hinten durchgeklappert. Ja. Und ja. Möchtest du uns was vorspielen, wo du da gerade mit Gitarre sitzt? Dann weiter. Jetzt können wir wieder tauschen. Dann war es soweit. Der rote Vorhang wurde hochgezogen. Die Ärzte. Hauptact des Abends. Wir haben sie ja zweimal schon live gesehen. Das war die Geburtsstunde unserer Videotagebücher. Gestern halt erste Festivalshow der Ärzte in diesem Jahr. Also für uns. Wobei man direkt sagen können, ja, sie geben eine Comeback-Tour. Stimmt, ja, berichte das mal gerade. Herbst 2012. Lange waren sie weg. Ich glaube, die haben noch eine Tour. Egal, lange waren sie weg und doch sind sie wieder da. Endlich wieder Feuerzeuge werfen, schwenken und wunderbare Ärzte-Lieder anhören. So, sind wir schon durch? Achso, du bist schon durch. Ich bin schon durch. Okay, die Show an sich, auch diesmal ohne Ansager. Schade, hätte ich witzig gefunden, aber sonst wären das schon 5 Minuten weg gewesen von den 2 Stunden, die sie ja nur hatten. Genau, ich war ein bisschen im Eile. Ne?
Und ich persönlich fand, sie haben ein bisschen weniger gequatscht als beim letzten Mal, als bei den Stadion-Hallen-Shows. Aber gut, das ist halt die eine Stunde, die sie weniger zur Verfügung hatten. Laolen wurden trotzdem probiert, gemacht, haben auch geklappt, größtenteils. Soweit wir das sehen konnten, wir waren natürlich wieder in der dritten Reihe. Genau, also wir haben die Arme hochgeworfen. Setlist hat mir gestern wieder gut gefallen. Die haben diesmal mit Hurra angefangen, ja, als Eröffnungslied. Kam auch ganz gut an. Und ansonsten Angeber war wieder mit drin. Nie wieder Krieg, nie mehr Las Vegas. Tütenspieler, genau. Genau. Und was natürlich ganz großartig war, das war ähnlich wie bei den Hosen bei Rock im Park, bei den alten Krachern, das war gestern halt wieder Ist das alles, was ja in dieser Tour wieder ausgegraben wurde. Habe ich mich dann irgendwann, ne, weil Karl und ich natürlich lauter als inklusive Strophe alles mitgesungen haben, habe ich mich dann ein bisschen umgeschaut und habe dann in solche Gesichter neben, vor und hinter mir geguckt. Also völlig blank. Man merkt, wir werden älter. Wir werden älter, wir kennen die alten Sachen noch. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Geschwisterliebe nicht mehr gespielt wird. Das kennt keiner mehr. Kann keiner mehr nachsingen. Das stehen nur noch wir zwei und singen da. Ja, aber ansonsten wieder runde Sache. War richtig cool, auch mal schön nah dran zu sein. Setlist genial. Und ich glaube, gibt es sonst noch was zu den Ärzten zu sagen? Eigentlich nicht, außer viele Grüße an Campino zu seinem Geburtstag. Stimmt. Er ist gestern 50 Jahre alt geworden. Genau. Ein halbes Jahrhundert. Apropos Ärzte, Glückwunsch an Campino. Genau, schreien nach Liebe. Ja, genau. Okay. Jetzt hast du es versaut. Jetzt habe ich es versaut. So. Geh mal weiter, wir haben jetzt schon 15 Minuten. Ich glaube, die flippen gleich aus. Es kommt ja noch mehr. Dann sind wir noch schnell rüber auf die Red Stage Garbage. Wollte ich unbedingt sehen. Für Karl war das nichts, was mich überrascht hat. Aber gut, so 90er Jahre Rock, da muss man sich wohl ein bisschen reinhören. Ich fand es genial. Alle bekannten Lieder gespielt. Garbage haben sich ja auch wieder zusammengetan. Und wahrscheinlich Geldmangel. Keine Ahnung, ist mir auch egal, aber war schön, die mal live zu sehen. Also Shirley Manson, richtig geile Live-Sängerin, kann man nicht anders sagen. Und ja, alle Hits gespielt, Queer zum Beispiel, Only Happy When It Rains, Why Do You Love Me, Karl zieht die Augenbrauen hoch, aber ja, ich war zufrieden. Aber wir mussten uns ja noch einen komischen Atzenmusik-Act angucken, irgendeine christliche Kirchenband, Justice Live, zwei erwachsene Männer, die wieder CDs eingelegt haben, würde ich es nennen. Aber da darf Karl jetzt was zu sagen. Waren super. Kurz und knapp. War lustig. War viel. Ja, was soll man da groß zu sagen? Ne? Wie Skrillex, ne? Skrillex war besser, yeah. Genau. Aber sonst war es okay. Ich meine, ja, wir brauchten ja was um die 2 Uhr zu. Stimmt, genau. Um dann auch um 3 Uhr im Bett zu sein. No. Ja, von daher, bevor wir dieses Videotagebuch abschließen, haben wir natürlich noch ein schönes Quiz für euch. Ihr seht ja, es ist alles vorbereitet. Gitarre, Bass für Karl. Karl, talentierter Bassist. Wir haben heute Morgen schon ein bisschen geübt. Er ist besser geworden. Ich glaube, er hat heimlich geübt. Ich bin da guter Dinge, dass da unser Quiz richtig der Hammer wird und ihr das Lied erraten werdet, was wir da spielen. Und dann wisst ihr auch, welche Band wir heute Abend als Hauptband sehen werden. Viel Spaß mit dem Quiz. Viel Glück. Jetzt geht's los. Ah ja, stimmt. Läuft es schon? 1, 2, 3, 4. Also ich finde, es ist uns ganz gut gelungen. Von daher schreibt uns die Antwort und was gewinnt ihr denn? Ein Cheeseburger. Nee, ihr gewinnt ein Plektrum. Nicht dieses hier, das war zu teuer. Eins von den anderen. Die Karl, also das Plektrum, was Karl benutzt hat beim Bassspielen,
Das bekommt ihr dann. Karl bringt es dann mit. Weil ja. Wahrscheinlich wird Matthias der Erste sein, der antwortet. Oder, mal gucken. Oder unsere geneigten Dresdner Fans. Wir lieben euch alle. Und in diesem Sinne, das ist Kamerakind Karl. Ich bin Willi, will's wissen. Auf Wiedersehen.